Dieser Snack hier kommt aus dem Iran, also von weit weg. Und vermutlich haben die wenigsten Leute schon mal Sachen gegessen, die wirklich von dort herkamen. Ich tatsächlich auch noch nicht so oft, ab und zu mal. Und die schauen wir uns jetzt mal hier zusammen an. Ich kann ehrlich gesagt nicht lesen, was da drauf steht vorne. Hinten steht Gott sei Dank auch Englisch drauf, sodass ich euch gleich sagen kann, was es genau ist. Ich weiß es selber noch nicht. Habe ich nämlich aus einem persischen bzw. iranischen Supermarkt oder kleinen Laden eher gesagt, wo ich ein paar Zutaten gekauft habe, um persisch zu kochen. Habe ich nämlich mal wieder Lust drauf. Ihr habt wahrscheinlich übrigens auch schon diese Decke, die hier auf dem Balkon ist. Die ist übrigens auch von dort. Und ja, was wollte ich sagen? Oh, meine Locke. Ich wollte sagen, nicht oh, meine Locke, sondern ich habe ein paar Sachen gekauft, zum Beispiel. Ich wollte persischen Reis kaufen, den habe ich aber noch da. Und ich habe Kurkuma gekauft, das gibt aber natürlich auch beim Inder. Aber Berberitzen, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, Berberitzen gekauft oder auch Sereshk genannt. Safran hatte ich Gott sei Dank noch. Natürlich muss man den aus dem Iran nehmen und nicht den spanischen. Vielleicht mache ich mal ein persisches Kochvideo, muss ich mal schauen. Und es gibt nämlich jetzt so Grillspieße heute, so mit eingelegten, marinierten in Joghurt und Safran und so weiter, eingelegten, marinierten Hähnchen auf so Grillspieße. Ich habe leider keinen so Kohlegrill, deswegen muss dieser Kontaktgrill von Tefal herhalten. Dazu gibt es Reis mit Safran und Berberitzen und dazu Grillpaprika und Grilltomaten. Es wird großartig, hoffe ich zumindest. Und in diesem Laden habe ich das hier als Gratis-Dreingabe bekommen und Sohan. Zu Sohan gibt es auch noch ein Video. Es ist das geilste an Süßigkeiten, was ihr je gegessen habt, das sage ich euch. Wir haben Golden Snacks Cheese. Okay, es kommt übrigens auch wirklich aus dem Iran. Made in Iran. Wir haben hier Corn Grits. Ich weiß nicht, was heißt nochmal Grits? Sowas wie Schnitzel oder sowas. Also irgendwas aus Mais. Dann haben wir Weizenmehl. Wir haben pflanzliche Öl. Wir haben Käsepulver mit zugesetzten Farben. Sunset Yellow. Aha. Wir haben Molkenpulver, wir haben Milchpulver, Salz, Paprika und nochmal Farbe. Hergestellt, a product of Dina Tooth & Co. South Kosheshe Boulevard. Phase 1 of Tooth Industrial Estate aus Mashhad, Iran. Noch nie dort gewesen, steht auf meiner Bucketliste. Irgendwann muss ich da auch mal hin. Ja, mehr kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch noch sagen, dass 10,5 Gramm gesättigte Fettsäuren drin sind pro 30 Gramm. Und 30 Gramm 67,5 Kalorien haben. Ah ja, okay. Und wir haben sogar ein bisschen Protein drin. Und Salz haben wir auch viel drin. Ah nee, das ist ja Prozentteil. Nee, wir haben 2,1 Gramm Fett pro 30 Gramm. So wenig? Ah, 7,5 Gramm normale Fett. Okay, es interessiert euch nicht. Ihr wollt wissen, wie es schmeckt. Aber ihr wisst, ich weiche ab. Riecht tatsächlich jetzt nicht so krass. Sieht ein bisschen aus wie Cheetos. Bestimmt sind das am Ende Cheetos. Am Ende werden Cheetos im Iran hergestellt und werden einfach als Cheetos in der ganzen Welt verkauft. Hier solche, ja, Käsedinger. Wer war zuerst da? Cheetos oder Golden Snacks Cheese? Man weiß es nicht genau. Riecht tatsächlich kaum nach irgendetwas. Aber lecker. Wir haben eine ganz interessante Struktur, die ich euch leider kaum beschreiben kann und auch nicht richtig zeigen. Vielleicht sieht man es aber etwas. Das ist so, hallo, bitte einmal fokussieren, das ist ganz, ganz feinporig. Das zergeht fast auf der Zunge. Wenn da so ein bisschen Speichel dran kommt, dann lösen die sich auf. Man braucht gar nicht kauen, man kann sie lutschen. Ich habe nur mit der Zunge gegen den Gaumen gerieben. Ja, haben einen leichten Käsegeschmack. Wie gesagt, dieser Crunch, diese Textur gefällt mir sehr gut. Ich finde die Form auch ganz witzig. Am besten finde ich allerdings einfach, dass sie aus dem Iran kommen. Und irgendwie finde ich das deswegen cool, wenn ich mir so überlege, von wo die herkommen. Schmecken mir, kann man machen, kommt kein Mensch dran. Aber wenigstens habt ihr mal Cheetos aus dem Iran gesehen. Könnt mir mal gerne schreiben, was ist so der Snack, den ihr so von am weitesten her probiert habt. Vielleicht wart ihr schon mal irgendwo in Urlaub. Was war das Kurioseste, was ihr dort irgendwo mal gefunden habt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bei dem Thema kann ich auch sagen, falls ihr es noch nicht wisst, es gibt einige Videos, da war ich in Tokio im Urlaub. Da gibt es auch ein bisschen was zu essen. Schaut da gerne mal rein, Food of Tokyo eingeben, da findet ihr meine Videos dazu. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.